Ja Leute, herzlich willkommen in Bayern 78 Television. Das Video bietet sich jetzt gerade an. Ich bin jetzt gerade von der Spätschicht nach Hause gekommen. Wir haben es jetzt 11:30 Uhr. Ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt da raus, stehe in mein Studio und schaue mir noch ein bisschen YouTube-Videos an. Was ist eigentlich von Lied? Draußen haben wir minus 2 Grad, da drin haben wir 14 Grad. Ja, und jetzt muss ich euch mal was zeigen. Ich habe natürlich die Heizung aufgedreht. Normalerweise heizt ja bei mir von da drinnen der Kachelofen mit, aber meine Frau, die ist nicht da. Die Heizung heraus hat versagt, obwohl sie unten im Keller eingeschalten ist. Und woran das liegt, das zeige ich euch nach dem Intro. So, da seht ihr jetzt mein Thermostat, der ist eigentlich den ganzen Winter genau auf diese Stellung eingestellt. Ich sage immer 2,9, ja, das ist ungefähr ein Strich vor 3. Aber die Heizung, die ist, wenn man hingreift, ich gehe da mal hinter, die ist eiskalt. Ja, da ist nichts. Eiskalt, die Heizung. Typisch. Jetzt in der Nacht bringe ich sowieso nicht mehr warm, mein Studio, aber ist egal. Aber ich zeige euch jetzt einmal kurz, wie man das beheben kann. Das passiert bei vielen Heizkörpern. Kurzes Short-Video, genau für den Fall, dass euer Heizkörper-Thermostat auch nicht richtig funktioniert. Das liegt ja in Wirklichkeit nicht an Thermostat, sondern an ganz was anderem, aber das schauen wir uns jetzt einmal miteinander an. So, ihr braucht für die ganze Aktion nicht viel. Da klangt einmal hier eine handelsübliche Wasserpumpenzange, wie man mir sagen. Dann ein bisschen so ein Würth-Kontaktspray, ihr kennt es aber auch WD-40 einnehmen. Ich bin kein Fan von WD-40. Und dann ein bisschen Klopapier. Wichtig ist, dass wir jetzt erst einmal hier den Thermostat runterschrauben. Das ist der Übeltäter. Bei mir passiert das natürlich jedes Jahr. Dann schrauben wir den jetzt runter. Das drehen wir erst einmal ab. Bringt ja eh nichts. Die Heizung, die ist eiskalt. Das ist echt nervig nach der Spätschicht, wenn du da so einen Schmarrn hast. Jetzt schauen wir, mal den Heizkörper ab, beziehungsweise das Thermostat runter. Geht ganz einfach, dann machst du hinten die Schramm auf. Bis in der Nacht 11:30 Uhr. Wenn es eh schon eiskalt ist, schauen wir mal, ob wir es jetzt schon runterbringen. Ja, das ist jetzt schon hier. So, jetzt. Das ist das Heizkörper-Thermostat. Hier, das ist aber jetzt nicht unbedingt der Übeltäter, sondern der Übeltäter, der ist da, da hinten. Und da schaue ich jetzt einmal, dass ich die Kamera ein bisschen anders positioniere, dass ihr das seht. So, ganzer Übeltäter an der Geschichte, das ist wie immer hier dieser Zapfen, oder? Ja, ich habe das jedes Jahr an alle Heizkörper. Ich muss sagen, ich brauche fast keine Heizkörper bei mir. Ich heize meine ganze Wohnung mit dem Holzofen. Dann macht erst einmal als Tipp die Wasserpumpenzange, setzt es genauso an, wie sie ich jetzt hier ansetze und drückt sie mal ein paar Mal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, hoppala, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also der war richtig fest. Den drückt sie ein paar Mal. Das Problem ist, der bleibt hier einfach hängen und lässt dann hier kein Heißwasser mehr ein. Und dann ist es natürlich auch nicht warm bei euch. Ne? Das ist bei mir jetzt wieder mal passiert, der ist wieder hängen geblieben. Ja, ihr drückt es jetzt quasi, weil mit der Hand, mit dem Finger drückt sich das schlecht, das tut weh. Ungefähr 5 bis 6 Mal rein. Und dann ist ganz wichtig, dann macht es einmal ein bisschen sauber. Dazu mal damit so ein Klopapier oder was. Den ein bisschen schauen. Ja, und da sieht man schon. Ja, oder auch nicht. Da haben ein bisschen Ablagerungen, seht ihr das? Hier befinden sich Ablagerungen. Ja, und die sorgen dafür, dass der immer hängen bleibt. So, jetzt nehmt ihr mal ein bisschen so ein Kontaktspray her. Ja, das Würth-Kontaktspray habe ich da, Würth-Multispray. Und spritzt das einmal ein bisschen dahin. Das ist ein bisschen schwierig für mich, Kamera und alles da zum Handeln. Dass da was drunter, dass das nicht drauf geht, spritzt das ein bisschen da rauf. So, schaut, dass nichts oben tropft. Jetzt nehmt ihr wieder ein Kombi, beziehungsweise eine Wasserpumpenzange her und drückt sie wieder ein bisschen. Ich hoffe, man sieht das alles und das wackelt nicht zu fest. Genau, seht ihr das? Ja, es quietscht schon ein bisschen. Ein bisschen drücken, dann wieder ein bisschen was hinspritzen. So, es ist schon was untertropft, aber ist jetzt wurscht. Und drücken. So. Jetzt, das war es eigentlich schon. Der ganze Spaß an der Geschichte. Wischt da noch unten eine Sauerei weg, die ihr veranstaltet habt. Dürft ihr dann auch da nochmal ein bisschen drüber wischen. Und das war es dann eigentlich schon. Jetzt suche ich gerade mal mein Thermostat. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den jetzt hingekriegt habe. Der liegt jetzt da, oder? Den schrauben wir jetzt wieder rauf. Ja, es ist, empfiehlt sich immer, dass der quasi ausgeschalten ist. Ich zoome mal ein bisschen aus, dass ihr ein bisschen das besser seht.
Hat sie mal kurz ein bisschen rausziehen. So, am besten ist der immer oben. Dann geht's her. So, schaut sich schon mal, dass er quasi greift. Beziehungsweise, oh Mann, es ist schwierig, Filmen und gleichzeitig Schrauben. Ist fast nicht. Da ist dann meistens besser, wenn es dann mal komplett aufmacht. So, jetzt geht's besser. Oder auch nicht. Jetzt hat er gefasst. Passt. Passt, dann ein bisschen auf Zug halten, ein bisschen grob anschrauben, dann riecht es ihn mehr oder weniger aus. So, fertig. Und jetzt schraubt es ihn wieder komplett fest. Jetzt merkt man schon, jetzt wird er schon warm. Jetzt wird er schon richtig heiß, der Heizkörper. Dann schraubt es ihn wieder fest. Mit der Wasserpumpenzange, wie man bei uns sagt, knallt es noch sauber. Jetzt. Und nochmal ein bisschen. Aua, hoppala, das war jetzt nichts. Ah, jetzt. So, jetzt ist er fest. Und jetzt stellen wir den wieder ein auf 2,9. So läuft er bei mir eigentlich den ganzen Winter durch und dann war es das eigentlich auch. Oh, jetzt ist er schon warm. Jetzt ist er endlich warm. So, jetzt kann er heizen. Recht viel Zeit zum Heizen hat er natürlich jetzt nicht mehr. Weil es natürlich jetzt schon wieder gleich 12 ist. Das war es also jetzt mit der Aktion. Somit läuft dann euer Heizkörper wieder. Wenn er mal nicht geht, probiert das als erstes aus. Versucht es einmal, dass ihr den Heizkörper entlüftet. Das zeige ich vielleicht auch nochmal in einem Video. Und wie gesagt, ihr braucht es also noch nicht viel Materialien dafür. Da kommt irgendein so ein Kontaktspray, ein bisschen ein Klopapier oder ein Zebra oder was ihr gerade vor Ort habt. Und dann ja, so eine uralte Wasserpumpenzange, wie ich da habe. Gibt es natürlich schon bessere, aber es ist wurscht, das ist Mittel zum Zweck. Und dann läuft die Heizung wieder. Wenn es dann wirklich nicht laufen soll, dann schaut mal, ob ihr es entlüften könnt. Dann mache ich dann vielleicht auch nochmal ein Video dafür. Ja? Also ganz kurz und bündig, jetzt haben wir es 12 Uhr, ich mache mir jetzt noch ein Bierchen auf. Ich habe die Schnauze nämlich jetzt voll von der ganzen Richterei. Ich hoffe, das Video hilft den einen oder anderen von euch weiter. Und in dem Sinne, Leute, wünsche ich euch was. Macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Video.